Es ist Renntag und die Teams und Fahrer sind bereit, loszulegen. Keine zufriedenstellende Leistung von Alfa Romeo im Qualifying. Allerdings kann im Rennen nach wie vor alles passieren. Mal sehen, ob sie zulegen und ein gutes Ergebnis erzielen können. Ferrari hat im Qualifying eine gute Leistung hingelegt und wird mit der Startaufstellung sehr zufrieden sein. Die echte Herausforderung wird darin bestehen, das Ganze im Rennen zu bestätigen. Und das Wetter hier ist heute sonnig, abgesehen von einigen Wolken. Hoffen wir mal, dass sie dort am Horizont bleiben. Und eines wissen wir, dieses Rennen wird schnell und Monza ist bereit dafür. Moinsen Jungs vom Heritz und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Ja, wie soll ich sagen, Qualifying ging so, aber wir werden wahrscheinlich ganz hinten starten. Ich würde jetzt gerne mal die Startaufstellung sehen. Können wir die sehen? Startet von 18 und 19. Ha, nicht letzte. Oh Gott, wer ist denn da noch hinter uns bitte? So, es wird trocken bleiben, sagt unser Wetterbericht. Und jetzt würde ich vermuten, dass Soft Medium die schnellste Strategie ist. Hier wäre aber Medium Hard 6 Sekunden schneller. Echt jetzt? So, wir gucken mal, ob wir hier noch was rausholen können irgendwie. Aber das ist schon auf Kante genäht, ne? Also wir können eine Sekunde rausholen. Ja, aber ansonsten ist das wirklich sehr auf Kante genäht hier. Wir hatten noch zwei intakte Softmischungen. Dann schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Ups. Die so ein bisschen schneller fahren, die Reifen. Dann wäre das zwar ein bisschen schneller als das hier, aber immer noch deutlich langsamer als diese Strategie hier. Warum ist denn das so, Leute? Was ist denn los? Das bleibt ja alles irgendwie im selben Fenster, ne? Ja, wir benutzen einfach ein bisschen mehr Reifen. Hoffen, dass sie nicht überhitzen. Und dass wir damit irgendwie klarkommen. Ne? Wir nehmen die etwas härteren Reifenmischungen, die dann halt hoffentlich nicht so schnell überhitzen. Und hol dann hier nochmal ordentlich Zeit raus. Das ist unsere Strategie, die wir benutzen. Perfekt. Uff. Ein bisschen mehr Kraftstoff. Oder sparen wir uns den einfach? Nee, wir wollen ein bisschen Gas geben. Wir müssen ja hier auch ein bisschen durchs Feld durchheizen am Anfang tatsächlich. So, du wirst dieselbe Strategie bekommen. Das sehe ich schon direkt vor mir. Das sieht schon ganz gut eingestellt aus, würde ich denken. Ja. Das ist unsere Strategie. Da
Und da müssen wir halt Gas geben. Dürfen natürlich keine Frontflüge mehr kaputt machen. Das wäre auch wichtig. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie hinhaut. Wir müssen halt am Anfang irgendwie schnell an den anderen vorbeikommen. Sonst wird das Ganze wertlos. Ja, gut. Dann sind wir bereit für den Rennstart. Von ziemlich weit hinten. Aber nicht von ganz hinten. Es ist überwiegend sonnig und die Fahrer stehen in Startaufstellung. Und da ist Valtteri Bottas. Aus der hinteren Hälfte des Feldes wird es ein hartes Stück Arbeit, einen Podiumsplatz zu erreichen. Der nächste Vertreter des Teams, Pierre Gasly. Mit einem Startplatz in den letzten Reihen wird es schwierig, sich durchzusetzen. In wenigen Augenblicken geht es los. Los geht's mit dem großen Preis von Italien. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, wir sind irgendwo da ganz hinten. Mir auch erstmal nicht vorwärts, wie es aussieht. Ne, da ist vorne einfach alles dicht noch. Da vorne konnte sich auch noch niemand absetzen. Oh, da hat sich jemand rausgedreht und da wird scheinbar Gasly auch aufgehalten hinten. Der hätte einfach weiterfahren können. Da wäre Platz gewesen. Ein wirklich kühnes Manöver und damit eine Position gut gemacht. Ja, da wäre Platz gewesen. Rechts war alles frei. Das Team schaut zu und hat sichtlich Spaß daran. Gasly, Mann, bleibt da eigentlich stehen. Jemand geriet ins Schleudern. Ja, Tsunoda war's. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Und das geht daneben. Da passiert der Dreher. Das Team ist am Boden zerstört. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Wir haben da hinten ein bisschen das Nachsehen im Moment. Wir versuchen die erste Runde hier voll Gas zu geben erstmal noch. Und dann schalten wir es gleich ein bisschen zurück alles. Bottas muss da wieder den Anschluss irgendwie an Alonso kriegen. Als hätte Alfa Romeo einen Platz. Ach, Latifi war das. Sehen wir mal, was da passiert ist. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Eine Position gut gemacht. Und so sieht es ganz aus. Ja, da hinten Gasly ist, glaube ich, auch schon am Überholen. Man kann wohl sagen, dass das beim Team gut ankam. So, Gasly aber 2,5 Sekunden hinter Latifi. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Da ist die Wiederholung. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Einfach innen durch die Kurve gefahren als erster, ja. Da hat Stroll sogar noch zurückgezogen. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. So, und jetzt warten wir einfach, bis DRS freigeschaltet wird. Und dann muss es vorwärts gehen. Na, da, das wäre jetzt irgendwie wichtig, also. Okay, back off. Oh, geht. Need to drop the base. Okay. So, ein bisschen Benzin können wir noch verballern. Gasly hängt jetzt an Latifi dran. Okay, gut.
Bottas ist auch in DRS-Reichweite zu Alonso zumindest. Na, Gasly kommt da noch nicht an Latifi vorbei, wie es aussieht. Beschleunigen das Ganze hier mal ein bisschen. Und da müssen wir jetzt schauen, ne, wenn DRS aktiv ist, dürfte jetzt noch keiner bekommen von unseren Jungs. Eine Position gut gemacht. So, Gasly ist endlich an Latifi vorbei. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist ja, da in der Parabolika, glaube ich, ist es, ne? Ja. Einfach in rein gebremst. Und der Weg ist frei. Tolle Taktik und einen Platz gut gemacht. Und dann durchgestartet. In der Box war das Team ab. So, und jetzt kommen wir hier in die erste DRS-Zone, ne? Bottas ist noch nicht richtig dicht dran. Gab's da kein DRS? Oh, der hat jetzt doch Alonso überholt. Wir sehen Valtteri Bottas. Einen Platz nach vorn gerückt. Hervorragende Arbeit. Wunderbar. Wunderbar. Das war ein großer Moment. So, Bottas auch an Mick Schumacher vorbei jetzt. Gasly hängt da ein bisschen hinten dran. Das war jetzt aber mit DRS, oder? Ja, genau. Da ist der Flügel runtergegangen. Und los geht's. Eine Position aufgeholt. Ein unglaubliches Manöver. Eieiei. Das Team schaut zu und hat sich. So, Bottas in DRS-Reichweite zu Magnussen auf jeden Fall. Das ist mir eigentlich nicht dicht genug dran, ne? Gasly in Reichweite zu Alonso. You're doing very good. Left time are good. Left time are good. So, jetzt hängt Bottas an Magnussen dran. Und wo ist die zweite DRS-Zone? Ist sie hier vor Ascari? Ja, die ist vor Ascari. Ah, okay. So, Bottas an Magnussen vorbei. Und knappe 2 Sekunden jetzt. Ja, aber bei DRS müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Wir sehen Valtteri Bottas. Aber wir arbeiten uns immerhin nach vorne. Und los geht's. Eine Position im Pult aufgeholt. So, Gasly schwächelt hinten ein bisschen, glaube ich. Ich mache mal kurz Pause. Okay, der hängt jetzt hinter Mick Schumacher. Ist er also auch in der nächsten DRS-Zone auf jeden Fall vorbei an ihm. Bottas über eine Sekunde hinter Albon. Der müsste da also noch ein bisschen aufholen gerade. Damit er DRS bekommt. Aber hier wird es erstmal nichts. Doch, hat schon gereicht. So, Gasly immer noch hinter Schumacher. Setzung von Überholen. Dann gucken wir mal, ob Gasly das schafft. Overtake available. Okay. Immer noch nicht. Oh Junge. Ja, die sind halt auch zu zweit vor ihm, ne? Machen sich ja richtig fett. Das ist nicht so einfach. So, jetzt ist Gasly endlich vorbei. Nee. Wo ist denn Mick Schumacher hin? Okay, mit Alonso liefert er sich ja gerade einen Kampf irgendwie. Was ist da los? Also die haben jetzt beide Alonso mit DRS überholt. Very good job, Pierre. Sehen wir mal, was da passiert ist. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher.
Aber Schumacher konnte halt vorne bleiben einfach. Im Endeffekt. Das ist ein herber. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Da ist die Wiederholung. Ja, das war eigentlich schon bevor Schumacher überholt hat. Alfa Romeo ist darin verwickelt. Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. So, und jetzt müsste aber Gasly wirklich easy an Schumacher vorbeikommen, ne? Ja, guck mal hier. Parabolica schon mal überholt, bekommt jetzt DRS. Kommt jetzt DRS. Hier in der Augenblick ist soweit, da ist soweit. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Sehen wir uns das mal an. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Ja, da hat er sich einfach in daneben gebremst wieder. Das war natürlich gut, ne? Nach dem DRS-Messpunkt überholt erst. Ein wirklich kühnes Manöver. Und dann kann er hier nämlich davon ziehen. Auf der schönen langen Start-Zielgeraden. Wo man ja wirklich sehr schnell wird. So, okay, also das haben wir geschafft. Bottas klebt hier hinten dran an Albon. Immer noch. Dem erlauben wir auch gleich mal zu überholen, vielleicht ein bisschen. Ja, genau. Und dann geht er hier nämlich in Lesmo 1 schon. Innen vorbei. Ist jetzt hinter Perez. Als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Sehen wir es uns an. Wir sehen Valtteri Bottas. Ja, da hat er einfach schneller beschleunigt. Vorteil genutzt und vorbeigezogen. Hervorragend gemacht. So, neben Perez gesetzt. Zu zweit durch Ascari nebeneinander. Uff. So, inzwischen Gasly hat nach vorne Platz. Sehen wir uns das genauer. 2,5 Sekunden, um genau zu sein. Alfa Romeo ist darin verwickelt. Aber hier scheinen alle Medium Hard fahren zu wollen, oder? Es sieht zumindest danach aus. Ne, guck mal, da ist ein Alpine mit Softs. Das Team schaut zu. So, wie sieht das hier aus? Wenn die sich da vorne natürlich gegenseitig abräumen. So, davor ist halt eine riesige Lücke, ne, zwischen Vettel und Sainz. Vorne die Führungsgruppe ist noch zusammen. Aber an die müssen wir natürlich erstmal irgendwie rankommen. Gasly müsste auch mal langsam auf Magnussen aufholen, irgendwie. Wird natürlich ohne DRS schwierig für ihn. So, wie sieht's denn aus, Valtteri? Oh, ja, das wird wieder zu zweit durch Ascari. Ach nee, da ist er schon vorbei an Vettel. Wow. Hat jetzt noch Joe vor sich. Ah, den ziehen wir gleich mit DRS ab. Dafür ist Bottas einfach krass genug. Dafür ist er vor allen Dingen auch cool genug. Einen Platz nach vorn gerückt. Hervorragende Arbeit. Das war ein großer Moment. Na, und Joe bekommt ja kein DRS. Von daher. Komm schon. Ran und dann einfach vorbei. Dran sind wir schon.
Es klappt der Flügel runter, rausziehen und vorbeigehen. Er ist auf jeden Fall in. That's great job, great job. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Alfa Romeo. Und jetzt kann er da seine Geschwindigkeit ausspielen, hoffe ich. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und los geht's. Eine Position aufgeholt. Ein unglaubliches Manöver. Eieiei. Okay, also es geht vorwärts. Es geht vorwärts, aber geht's auch schnell genug vorwärts? Der Gasly hängt da hinten immer noch. Zurück. Das ist natürlich nicht gut. Hängt halt mitten im Nirgendwo hinter dieser Gruppe, die ständig DRS bekommen. So, Bottas konnte sich schon mal ein bisschen absetzen. Ja, der holt nach vorne auf. Nach hinten wird die Lücke auch langsam größer, immer bis DRS kommt. Ja, ja. Wird schon passen. Ja, nach vorne ist die Lücke auch wieder aufgegangen. Gasly kommt langsam ran, wie es aussieht. Ja, da vorne diese Führungsgruppe, ne? Die ist noch schön dicht zusammen. Bis Platz 7 quasi und Bottas ist hier Platz 8. Joe kommt jetzt von hinten schon wieder irgendwie ran, mehr oder weniger. Gasly holt aber auch von hinten auf. Da gab es irgendwo einen kleinen Unfall. Haben die Räder blockiert? Alonso war es. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Okay, die fahren natürlich hier zusammen. Ja, die Räder diese Kurve, sorry. Mit Latifi fahren die. Ich glaube, Latifi ist es, ne? Da ganz hinten. Was für eine Schande. Fahren die jetzt alle hinterher? Ja, genau. Ach, und ganz hinten ist noch Tsunoda. So, wir gehen mal hier ein bisschen auf ausgewogen. Gasly kann sich da noch kurz ranziehen. Ah, der hat sich schon rangezogen. So, dann darf der auch kurz ausgewogen fahren. Und der kommt dann da hoffentlich bald so durch irgendwie. Durch dieses Feld. Ansonsten, wenn er da hinten dran hängt, da hat sich leider auch eine Lücke aufgetan, schon wieder mittendrin. Wo ist denn die Lücke da? Vor Perez hat die sich aufgetan, ja. Perez führt hier diese Minigruppe an. Und vorne haben sich Bottas, Joe und Vettel abgesetzt. Ja, und die Lücke nach vorne vor Bottas ist schon wieder ein bisschen größer geworden, leider. Ja, dann lass doch genau, lass mal Joe vorbei so ein bisschen einfach. So, pass mal auf. Und dann nutzen wir es nämlich auch mal hier für ein bisschen Energierückgewinnung. Gasly kann gerade auch hinten ein bisschen Energierückgewinnung betreiben. Die Räder haben wohl blockiert. Sehen wir es uns an. Oh, Perez hat blockiert. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez. Da blockieren die Räder. Okay, der ist raus. Da wird er nicht glücklich sein. Was war das jetzt? Safety Car? Ja, Safety Car. Okay, gut. Dann können wir sowieso runtergehen überall. Ja, aber wir sind noch ein bisschen früh für unsere Strategie, ne? Wir könnten höchstens jetzt wechseln. Und damit den harten Reifen ganz gechillt durchfahren. Das sollten die eigentlich hinbekommen. Wir gucken uns das mal an. Wir sind jetzt in Runde 12 gerade mal.
Das sind 42, 46 Runden, würden die schaffen auf jeden Fall, die harten Reifen. Und wir gewinnen durch einen Boxenstopp. Ah, da müssen wir wieder an allen vorbei, oder? Ich weiß nicht, wie viel langsamer wir dann werden. Aber wir gewinnen doch mindestens 10 Sekunden eigentlich, wenn wir es jetzt machen. Wir müssen die Reifen dann halt nur langsamer fahren. Aber das ist kein allzu großer Verlust, würde ich denken. Ja, wisst ihr was? Wir fahren einfach rein. Es sind ja nicht mehr so viele Runden, ne? Und die Reifen überleben einfach lange. Richtig lange. Also, du boxst in dieser Runde und der Abstand nach hinten zu Gasly ist knapp groß genug, würde ich denken. Wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir unseren Boxenstopp nämlich schon mal hinter uns. Safety Car. Ja, danke, alles gut. Haben wir schon gecheckt. Klingt so, als hätten sie einander touchiert. So, wer war's denn? Jetzt sehen Sie sich das an. Sieht nach Ocon aus. Oh, Ocon und? Wer fährt ihm da hinten rein? Meine Güte, das muss ja der Mick Schumacher gewesen sein, ne? Weil Tsunoda war, glaube ich, ganz weit abgeschlagen. Und ich glaube, für Schumacher, genau, gab es ja auch eine Verwarnung, eine Strafe, irgendwas. So, dann schauen wir mal zu Gasly, ob der hier aufgehalten wird. Ich hoffe ja nicht. Oder das aber sehr, sehr dicht hier alles. Okay, aber andere pitten hier auch gerade. Die werden es dann wahrscheinlich genauso wie wir machen wollen. Boah, das hat aber ganz genau gepasst. So, es sind alle aus der Box wieder raus. Ocon ist komplett ausgeschieden. So, dann schauen wir mal. Vorne, die haben alle... Ah, die haben neue Mediums aufgezogen. Wir sind die einzigen mit harten Reifen. Aber vielleicht wäre es schlau gewesen, einfach Medium und Soft zu fahren bis zum Ende jetzt. Damit wäre man natürlich auch richtig schnell gewesen. Ja, keine Ahnung, ob ich die richtige Strategie erwischt habe. Ich glaube, der Unterschied ist ja einfach nicht groß zwischen den Reifenmischungen. Es sind, glaube ich, 0,4 von harte auf. Ja, 0,5 Sekunden sind das hier. Von hart auf soft. Und es sind keine 40 Runden mehr, die gefahren werden. Also ein Boxenstopp lohnt sich da eigentlich nicht mehr. Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Hoffentlich. Hehe. So, beide Akkus vollständig aufgeladen. Safety Car könnte jetzt eigentlich reinkommen. Safety Car in this lap, so just prepare for restart. So, wir schonen die Reifen.
Und hier ein bisschen Akku benutzen auf jeden Fall. So, wir sind jetzt auf Platz 14 und 17. Okay, we're happy to push, happy to push. Yep. Also, und da hoffe ich natürlich, dass wir hier irgendwie vorbeikommen. Dieses Mal ein bisschen besser als nach dem letzten Start. Ja, vielleicht sollte ich einfach den Akku noch gar nicht so benutzen. Aber es wäre halt schon eine gute Gelegenheit eigentlich. Auch wenn wir jetzt super weit hinten sind. Na, wir schauen mal. Auf jeden Fall ist alles schon mal ein bisschen dichter beisammen. Ne? Wir starten von weiter vorne als beim ersten Start. Ist ja auch schon mal gut. So, Gasly ist ja auch an irgendjemandem vorbeigekommen, an Alonso. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Sehen wir mal, was da passiert ist. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Ah, okay. Nach der ersten Schikane einfach in gewesen. Und das dann eiskalt ausgenutzt. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. Dann klebt er jetzt an Latifi dran oder an wem? An Vettel. Ah, ich dachte, es wäre ein weißes Auto gewesen. So, und an Vettel kommt er hier auch innen vorbei. Ach, Bottas natürlich. Kommt da vorbei. Gasly ist noch ein bisschen weiter hinten. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Genau, und Gasly hat Latifi überholt. Habe ich doch richtig gesehen. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Ja, da kann er einfach deutlich schneller um die Kurve gehen als der Haas. Und der Weg ist frei. Beziehungsweise als Latifi. Platz gut gemacht. Das können wir uns jetzt aussuchen, ob da Material oder Mensch hauptsächlich für verantwortlich sind. So, Bottas jetzt innen neben Stroll in die Parabolika. Ne, schafft er nicht. Okay, dann schauen wir den Akku ein bisschen. Oh ja. Wahrscheinlich müssen wir ihn nochmal ein bisschen aufladen. So, aber erstmal ein Stroll vorbei hier. Okay, that's good, yeah, very good. Sehen wir uns Schauen wir uns nochmal an, natürlich. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. So, und ich glaube, Gasly hat es gleich genutzt, um da an Vettel vorbeizugehen. Da wird der andere Fahrer überholt. Kann er die Position halten? Das Team schaut zu. Das ist jetzt eine interessante Frage. Ah, nee, durch die Schikanen nicht. Da ist er auf der falschen Seite. Und jetzt durch die Lesmo. Oh, doch, er ist vor Lesmo 1 vor Vettel. Ja, wird da von Stroll blockiert. Da ist er ein bisschen eingeboxt. Ah, da hat er sich vorbeigeschmuggelt. Okay. You're doing a good job. Ja, das war gut. Das war. Oh, ja, 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 ja. Oha. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehen wir es uns an. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Also, hier ist er noch eingeboxt, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Und dann kann er sich da aber irgendwie durchschmuggeln, weil Stroll dann doch noch ein bisschen beschleunigt hat.
Und dann setzt er sich ja am Eingang von Ascari einfach in neben Stroll. Das Team feuert seinen Fahrer kräftig ab. Und kommt dann besser raus. Ne, weil das hinten auch wieder eine Linkskurve ist am Ausgang. Ja, wunderbar. Sehen wir uns das genauer. Ja, schauen wir uns nochmal an, weil es so schön war. Wenn ihr einfach daneben gesetzt, dann in der Rechtskurve kannst du wieder ein kleines bisschen gut machen, aber nicht wirklich viel. Und dann ist er hier hinten an der Linkskurve am Ausgang von Ascari einfach wieder vor Stroll. Und weg ist er. Das war ein großer Moment. So, dann machen wir ganz kurz Pause. Wir gucken auf die Karte. Vorne hat sich schon wieder ein bisschen aufgelöst. Ne? Da ist noch keine echte Lücke drin tatsächlich. DRS müsste jetzt eigentlich schon wieder freigegeben sein, denke ich, diese Runde. Kann es sein? Ja, drei Fahrer vor uns, Verstappen und die beiden Mercedes mit frischen Reifen. Der Rest ist auf alten Reifen unterwegs. Und die müssen aber alle nochmal rein, denke ich. Die Option nochmal auf ein Medium zu wechseln hatten wir halt nicht, weil wir keine Mediums mehr übrig hatten. Also jetzt müssen wir mal gucken, Bottas, 0,7, bekommst du DRS? Mal schnellste Runde für Bottas, ich sehe kein DRS. Ist das noch nicht wieder freigegeben worden? Und wenn nein, warum nicht? So, Gasly, müsst ihr jetzt ran an Bottas bitte? Die Lücke schließen. Ah, jetzt gibt's DRS. Bottas hinter Perez. Ah, und Gasly jetzt auch dicht hinter Bottas. Okay, wunderbar. So, und das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt. Na, noch nicht ganz. Um den Akku wieder aufzuladen. Sehen wir mal, was da passiert ist. Wo waren das? In DRS-Zone 2, ja, am Ende von DRS-Zone 2, ja, also hier wieder durch Ascari, was natürlich immer eine super spannende Sache ist. Hier durch Ascari hindurch zu überholen, das ist schon krass. So, Bottas ist jetzt so ein bisschen hinter Hamilton. Wir werden das so ein bisschen nutzen, um den Akku aufzuladen. Bei Gasly müssten wir auch mal aufladen. Aber Gasly müsste eigentlich eher schnell mal an Perez vorbei huschen. Schafft er jetzt aber eh nicht, ne? So, vollständig aufgeladen, wunderbar. Dann müssen wir uns gleich mal einen Platz zum Angreifen suchen vielleicht. Und wir müssen uns aber um Gasly kümmern, bei dem ist irgendwas... Red Bull hat einen Platz gewonnen. Da ist die Wiederholung. Ein Blick nicht ganz auf so den schick. Red Bull. Und der Weg ist frei. Tolle Taktik und einen Platz gut. Ja, die müssen jetzt da vorne wieder an die Spitzengruppe ran. Das war ein herber Schuss. Nee, ist alles gut. Das gehört hier zur Taktik dazu. Leclerc und Norris haben sich abgesetzt, aber die sind halt noch auf alten Reifen unterwegs. So, hier, die Mercedes. Das ist unser Ziel eigentlich. Bottas ist noch ein bisschen von dem weg. Perez ist ja wieder dran. Das heißt, alle bekommen hier schön DRS. Werden hier wieder schön dicht zusammenfahren. Wir müssen nur gucken, dass Gasly nicht abgehängt wird.
So, und jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, ein bisschen anzugreifen. Overtake is available if needed. Copy that. Ja, das wird nichts. Okay, das war gut, das hat mir gefallen. Gasly hängt da hinten immer noch an Perez dran. Perez lässt sich da aber so ein bisschen abhängen. Aus Gründen. So, und Bottas ist direkt an Verstappen dran. Dann bleiben wir kurz auf Überholen. An dem müssen wir nämlich noch vorbei. Dann haben wir erstmal eine kleine Lücke. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Platz. Das ist richtig, und gerade haben wir noch einen gut gemacht. Wir sehen Valtteri Bottas. Ein wirklich kühnes Manöver. Und damit eine Position gut gemacht. In der Box. So, und da ist nämlich nur noch Russell mit frischen Reifen vor uns. Ah ne, Verstappen. Ja, ich dachte, wir wären gerade an Verstappen vorbeigefahren. Ich dachte, wir hätten da irgend so einen blauen Punkt überholt, einen lustigen. Okay, Bottas hinter Albon. Gasly vor Perez. Im Windschatten von Hamilton. Sehr gut. Bottas vielleicht Bock an Albon vorbeizufahren. Akku ist alle. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Bottas an Albon vorbei. Hängt jetzt hinter Verstappen direkt. Und Russell ist auf Platz 5 vorne. Boah, der frisst sich da gerade richtig durchs Feld. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das mal an. Ja, wie kam es denn dazu eigentlich? Ah, okay, auf der richtigen Seite einfach durch die erste Schikane hier gefahren. Ja, sehr gut. Vorteil genutzt und vorbeigezogen. Hervorragend gemacht. So, Bottas hinter Verstappen. Hinter dem können wir erstmal bleiben. Ist auch schön schnell. So, Gasly, wie sieht's denn aus? Bock an Hamilton vorbeizufahren? Hamilton da im Kampf mit Albon, wie es aussieht. So, wir müssen ein bisschen Sprit sparen gerade, leider. Wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Verstappen ist nämlich einfach an Magnussen vorbeigefahren. Das ist da vorne jetzt schon wieder so ein bisschen weg. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Okay, Gasly an Albon vorbei, sehr schön. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Und los geht's. Eine Position. Wunderschön. Ja, wir müssen aber eigentlich vorne an Russell ran. Das wäre jetzt halt wichtig. Russell ist an der Führungsgruppe dran. Und wir sind noch nicht mal an der Spitze der Verfolgergruppe. So, Bottas an Magnussen vorbei. Okay, wunderbar. Ist jetzt auch gleich schon in der S-Distanz. Sehen wir uns das genauer. Zu Vettel. Nicht zu Vettel, zu Verstappen. Okay, einfach Flügel runtergeklappt, ne? Und dann schneller gewesen. Überholt und eine Position gut gemacht.
So, und Gasly scheint da hinten auch dran zu kleben. Das heißt, Hamilton klebt auch hinten an uns dran. So, aber vor Joe, die Lücke ist halt schon sehr, sehr groß. Das sind schon 3 Sekunden. So, Bottas an Ricardo vorbei, wunderbar. Bottas an Joe vorbei. Ach so, aha, die sind in die Box eingebogen. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. So, die hochinteressante Frage ist jetzt aber, haben wir nochmal DRS bekommen für die Startziel? Haben wir. Ach, sehr gut. So, also Bottas direkt hinter Verstappen und der muss uns jetzt an Russell ranziehen. Geht das? Die haben gleich stark abgenutzte Reifen, von daher könnte gehen. Ich bin gespannt, achso, Bottas ist jetzt vor Verstappen. Macht jetzt hier die ganze Aufholarbeit quasi. Und Gasly muss irgendwie an Verstappen rankommen. Hat da Hamilton im Schlepptau. Ja, da ist Gasly in der... Oh, war das rechtzeitig? Ja, war rechtzeitig genug. Damit kann er sich jetzt ein bisschen ranziehen auf jeden Fall. Verstappen an Bottas da auch vorbeigegangen. In der DRS-Zone. Das war DRS, ne? Ja, da sehen wir es, mit DRS vorbeigegangen vor Ascari. Und los geht's. Eine Position aufgeholt. Ja, es ist in Ordnung. Wenn die sich jetzt halt gegenseitig immer mit DRS nach vorne ziehen. Alonso hat sich gedreht. Der ist ganz schön weit nach hinten durchgereicht. Obwohl es hier sehr leer um ihn herum aussieht. Und dieser Dreher kostet zweifellos wertvolle Zeit. Ah, okay, da kommen sie alle. Das Team ist davon wirklich. Ja, und wenn man Pech hat, kostet das halt auch einen Unterboden. So, Bottas, Verstappen, Gasly beieinander. Hamilton ist noch mit dabei. Und die jagen jetzt alle Russell. Die holen den natürlich ein, früher oder später. So, und das wäre jetzt eigentlich ein günstiger Zeitpunkt, würde ich sagen. Um mir nochmal ein bisschen Energierückgewinnung zu betreiben. Ich meine, Verstappen kann ich davonfahren. Oh, was? Schon vollständig aufgeladen? Ja, warte mal. Wir warten mal, bis es hier nochmal auf 100% hochgeht irgendwie. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Ja, ist in Ordnung. Ist halt hier mit DRS und so. So, 3 Sekunden hinter Russell immer noch. So, wir schauen mal auf die Reifen. Wie sieht denn das aus bei denen? Die halten das bis zum Ende durch, ne? Aber die sind, glaube ich, beide... Oh nein, Russell muss nicht nochmal rein. Der ist Soft und Medium gefahren. Und Verstappen auch. Also die müssen beide nicht nochmal rein. Oh Mist. Und Hamilton auch nicht. Ich weiß nur nicht, ob die das schaffen, Mediums 35 Runden lang zu fahren, ohne dass sie total kaputt gehen. Haben wir noch ein paar Mediums, wo wir uns das angucken können? Nee, gar nicht. Es könnte, ne, wenn wir sagen, dass sie sind 50% so ziemlich genau, ne? Die könnten das, wenn die ein bisschen pfleglich damit umgehen, gerade so schaffen. Dann sind die Reifen aber wirklich komplett durch. Wie sieht es mit unseren Reifen aus?
Wir strapazieren die ein bisschen mehr, als es gut wäre. Ja gut, aber wir haben genug Reserve in den Reifen drin, würde ich sagen. Also unsere Reifen werden am Ende wahrscheinlich schneller sein als deren Reifen. Als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. So, Gasly hat Verstappen überholt. Oh, damit ist er auch am Bottas vorbei. Hat das DRS einfach eiskalt ausgenutzt. So, Verstappen schon wieder vor den beiden. Also das Wichtige ist halt erstmal, dass wir an Russell rankommen. Um alles andere können wir uns dann kümmern. So, 13 Runden noch. Und wir holen, glaube ich, zu langsam auf Russell auf. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. So, Verstappen ist dann nicht an uns vorbeigekommen gerade. Tja, Leute, wie machen wir das? Verstappen nur an Gasly vorbei. Ich würde ja hier gerne mal mit so DRS überholen und dann so richtig entkommen. Dazu müsste allerdings Verstappen einmal nach vorne. Also es sieht so aus, als wenn Russell hier gewinnen würde. Seine Reifen werden jetzt gleich langsamer. Das wird dann so ein kleiner Vorteil für uns. Red Bull ist weiter vorne. Mal sehen, wann sich das hier bemerkbar macht. Will Verstappen da nicht mal am Bottas vorbeigehen jetzt? Scheinbar nicht. Oh, kleinen Moment. So, wir sehen aber gerade, Russell ist langsam gewesen diese Runde. Na, da wäre Verstappen beinahe vorbeigekommen. Macht das jetzt. Verstappen vorbei, bitte. Ja, wunderbar. Okay, Verstappen geht vorbei. Und das ist für uns, glaube ich, jetzt das Signal, hinter Ascari anzugreifen. Und Verstappen dann vielleicht stehen lassen zu können. We look at reducing the lift and co. Oh, good. Hat da jemand die Ideallinie verpasst? Ja, Leclerc war's. Das gucken wir uns schnell an, auch wenn es hier gerade super spannend ist. Da ist Leclerc. Ah, okay. Ja. Lassen wir eins rausgerutscht. Das ist nicht gut. So, und jetzt können wir hier nämlich, hoffe ich, mit DRS und ordentlich ERS und Benzin an Verstappen vorbei. Er sagt nicht, das reicht nicht. Das reicht tatsächlich nicht. Okay, dann müssen wir es später nochmal versuchen. Aber wir machen jetzt hier Druck. Ja, Problem war, glaube ich, dass wir jetzt schon zu dicht an Russell dran waren. Und Verstappen da auch DRS bekommen hat.
So, wir haben Hamilton fast abgehängt. Gasly müsste da nur mal ein bisschen Gas geben jetzt. Keep doing what you're doing. So, Bottas an Verstappen vorbei. Ist jetzt auch schon direkt neben Russell. Sehr, sehr gut. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Du meine Güte, da wird der andere Fahrer. So, und hier aus Ascari raus beschleunigen. Wir sind zwar auf der falschen Seite, aber ich denke, das könnte klappen. So, Bottas müsste jetzt nämlich der ist jetzt davor, aber ich glaube, der Messpunkt war schon. Pass mal auf, wir werden hier mal richtig abziehen. Make sure you give some energy. Copy. So, kriegen wir DRS? Wir kriegen kein DRS, ah Mist. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das mal an. Wir sehen Valtteri Bottas. Ah, wir sind vorne. Für den Moment zumindest. Die Frage ist natürlich, können wir jetzt abhauen? Und der Weg ist frei. Tolle Taktik. Schaffen und wir das? Platz gut gemacht. Das Team schaut zu. Wir führen, wir haben die besseren Reifen im Moment, würde ich behaupten. Können wir mal gucken, wie es aussieht. Haben wir Reifen, die ungefähr in dem Bereich sind? Nee. Ja, hier so, ne? Also wir sind schneller auf unseren Reifen im Moment. Als die, oder? Ja, wir sind schneller. Unsere Reifen im Moment schneller als deren Reifen. Perfekt. Das ist noch nicht super viel. Aber es reicht vielleicht. Ja, Bottas kann sich da absetzen, aber nicht weit genug. Der wird mit DRS werden, die wieder rankommen. So, Gasly müsste jetzt aber mal. Kommt der in Ascari neben Verstappen? Das sieht so aus, ne? Moment. Gucken wir uns an. Ja, Russell 0,4 hinter Bottas auf jeden Fall. So, Gasly jetzt hier in von Verstappen. Ist da am Ausgang, aber ein bisschen weiter hinten. Ist jetzt aber auch außen für Parabolika. Die Räder haben wohl blockiert. Schumacher blockiert in Kurve 3. Jetzt sehen wir hier den Williams. Und schon blockieren die Räder. Das hätte fast das komplette Aus bedeutet. Geht er über diese Auslaufzone. Benutzt er auch nicht den Ausgang, sondern fährt über den Wurstkorb zurück. So, genau. Und Gasly hat es nicht geschafft, Verstappen zu überholen. Haben da die Räder blockiert? Sehen wir es uns an. Latifi auch in Kurve 3. Blick auf Nicolas Latifi. Ah, und da blockieren die Räder. Na, das kann man gar nicht gebrauchen. Das ist ein herber Schlag für das Team. So, jetzt müssen wir uns bald was einfallen lassen. Bottas wird hier wahrscheinlich wieder eingeholt werden. Vielleicht sollten wir uns hier einfach mal ein bisschen für den Endspurt ein bisschen regenerieren.
Damit wir da nochmal richtig losschlagen können. So. Gasly am besten auch. Bisschen Energierückgewinnung betreiben. Und da müssen wir jetzt die Zeiten im Auge behalten. Lifco, increase, please. Copy. So, Bottas immer noch vorne, aber Russell quasi daneben. Das ist natürlich nicht gut. Five laps to go. So, Russell schafft es aber auch mit DRS nicht hier vorbeizukommen. Das ist schon mal gut für uns. So, und Gasly muss der jetzt bald mal vorbei. Wenn der hier noch irgendwie nach vorne kommen möchte. Ja. So, Bottas macht's vorne hervorragend. So, und wie kriegen wir jetzt Gasly vorbei? Das könnte ein bisschen knifflig werden. Let's lift off, please. Okay. So, hier hinten ist ja immer eine Premium-Gelegenheit, mal ein bisschen was zu reißen. Ja, wundervoll. Das dürfte uns jetzt nämlich die Möglichkeit geben. Kann Gasly auch schon richtig vorbeiziehen? Das sehen wir gerade nicht. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Joe dreht sich in Kurve 4. Wunderbar. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Eingangsschikane 2. Ups, ups. Was für eine Katastrophe. So, und wenn es jetzt Bottas gelingt. Oh, aber Gasly ist da vorbei. Okay, danke für das Replay. War geil. So, jetzt haben wir nämlich die Chance, in dieser wunderbaren DRS-Zone richtig vorbeizugehen an Russell. Okay, that's good, very good. Mit ordentlich Geschwindigkeit. Na, genau. Gasly hat gerade Verstappen überholt, wie auch immer er das gemacht hat. Ach, der hat sich einfach in den Parabolica reingesetzt. Ja, der war da vorher schon schneller. Ja, da ist er am Eingang vom Parabolica schon mit einer halben Fahrzeuglänge vor ihm. Hervorragende Arbeit. Wunderbar. So, und dann benutzen wir das jetzt hier als Sprungbrett, um uns wegzumachen. So, dann gehen wir jetzt eine Runde Vollgas. Ja, Bottas hat Russell überholt, haben wir gesehen. So, da ist Gasly auch vorbei. So, und jetzt muss sie hier weg. Ne? Durch Ascari richtig schnell durch. Und weg. Sehen wir es uns an. Sieh mal einer an. Es ist Pierre Gasly. Eine Position gut gemacht. Und so sieht es ganz einfach aus.
So, wir sind aber nicht weit genug weg. Dann behalten wir noch ein bisschen was im Akku drin. So, drei Runden noch. Mal sehen, wie es mit dem Treibstoff aussieht. Ich hoffe, wir können jetzt richtig mit Power durchfahren. Ja, mir wäre es echt ganz lieb gewesen, wenn Gasly da gerade in der DS-Zone hätte überholen können. Das wäre schon gut gewesen. Da hätten wir nämlich nach hinten ein bisschen mehr Abstand gehabt einfach. Und hätten vielleicht sogar abhauen können. So, Bottas macht das hervorragend. Wen hat es da nach außen verschlagen? Oder ist Gasly jetzt in? Okay, gut, das wird was. Wird nichts. Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. So fern ab der Ideallinie. Das kostet wertvolle Zeit. Super wäre es natürlich, wenn wir nochmal jemanden einholen könnten von den Überrundeten. Die sind aber zu weit weg. So, wir müssen jetzt hier leider ein bisschen runterschalten. Wie sieht es denn mit den Reifen hinter uns aus? Nicht so gut. Die brechen den gleich weg. Ich meine, es sind noch zwei Runden. Wir können unsere Reifen zur Not noch ein bisschen härter benutzen. Wenn es hier ganz eng wird. Ich vermute mal, solange Gasly nicht am Bottas vorbeikommt, müsste eigentlich alles gut sein. Ja, hinten, die werden auch langsamer, ne? Die verlieren jetzt immer mehr Zeit zwischen den DRS-Zonen. So, wir können hier nochmal ein bisschen Benzin benutzen, ne? Wir benutzen jetzt einfach alles, was wir haben. Ja, guck mal, die hinter uns, die werden langsamer. Super gut. Wir müssen halt wirklich aufpassen hier. Das ist hier so ein bisschen auf Messerschneide. So kurz vor Rennende brauchen wir da nicht mehr Risiko gehen. So, letzte Runde. Unsere beiden Jungs sind in Führung. Ist Gasly da jetzt an Bottas vorbeigegangen? Ja, ist er. Ich weiß es nicht. So, irgendjemand hat eine Reifenblockade. Machen hier nochmal kurz Druck. Yellow Red.
Ricardo war's. Gucken wir kurz hin. Ach, Kurve 1. Ja, zu spät gebremst. Und das Team hatte so So, Bottas hier wieder an Gasly vorbei. Wunderbar. Wie viel Akku haben wir noch? Wie viel Strecke haben wir noch? Wir haben nicht mehr viel Strecke. So, das sieht gut aus, das sieht nach einem Doppelsieg aus. Wir benutzen jetzt nochmal unsere letzten Reserven hier. Im Reifen und in der Energie. Gasly kann hier auch nochmal kurz Druck machen. Ja, wunderbar. Doppelsieg in Monza. Von nicht ganz last to first, aber und Valtteri Bottas ist Erster. Einfach großartig. Ich glaube, dass sich die Leute noch in vielen Jahren an dieses Rennen erinnern werden. Das denke ich allerdings auch. Das war schon echt, echt krass. Ja, also im Endeffekt richtig gehandelt mit dem Safety Car, würde ich sagen. Das hat uns garantiert ein paar Sekündchen gebracht. Auch wenn wir dadurch halt die harten Reifen länger fahren mussten, als uns eigentlich lieb war. Aber da die anderen hinter uns auf Soft Medium umgeschwenkt sind dann, hatten die am Ende zum Glück keine Reifen mehr. Und wir hatten wenigstens noch passable Reifen. Ja, richtig, richtig gut auf jeden Fall. Spannende Nummer auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich direkt geschwitzt habe, aber es hat sich schon ein bisschen so angefühlt. Also wenn die anderen Teams die gleiche Strategie wie wir gefahren wären, ne, dann wäre das auf jeden Fall anders ausgegangen. Wir können uns das mal angucken. Ja, die sind hier Soft Medium gefahren, ne? Haben halt genau zum Zeitpunkt wie wir gewechselt, aber diese 25 Runden lang Mediums fahren, da sind die halt wirklich dann komplett runter, ne? Alle anderen sind hier wirklich Soft Medium gefahren. Hier haben wir noch Mick Schumacher, Latifi und Alonso, die sind auch Medium Hard gefahren. Ja, Ocon ausgeschieden, bevor er Reifen wechseln konnte. Und hier alle, die auf, ja, alle, die Medium Soft gefahren sind und nicht Soft Medium, sind halt nicht beim Safety Car reingekommen. Oh, die hier sind, Latifi und Alonso sind auch nach dem Safety Car reingekommen. Okay. Ja, die sind nach Ende der Safety Car Phase, würde ich behaupten, oder in der letzten Runde der Safety Car Phase sind die reingekommen erst. Okay, das konnte dann natürlich nicht gut werden. Ja. Das also, puh. War hier wahrscheinlich wieder ein strategischer Sieg. Für eine phänomenale Leistung von Valtteri Bottas heute. Das ist ein wunderschöner Anblick auf dem Podium und eine wahre Krönung für alle Beteiligten. Er hat heute bewiesen, dass er diesem Sport noch viel zu geben hat und noch lange nicht mit der F1 fertig ist.
Daneben natürlich die zwei anderen talentierten Fahrer, die das heutige Podium vervollständigen. Ein wirklich toller Abschluss für Alfa Romeo. Genau, das Team kann auf diesen Erfolg stolz sein und feiern, ehe auf das nächste Rennen hingearbeitet wird. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Reisen Sie mit uns zum Marina Bay Circuit und erleben Sie ein atemberaubendes Rennen in den Straßen von Singapur. Singapur, das hört sich ja schon wieder nach Regen an. 17 Plätze gut gemacht einfach. Das, ja, geil. Dahinter dann Russell, Verstappen und Hamilton, ne? Also Mercedes. Heute gutes Ergebnis auf jeden Fall. Hier eingefahren. Ja, dann kommen noch Vettel, dann kommen die beiden Ferraris erst. Dann kommen noch Norris, Albon und dann kommt erst Perez. Also Perez zwei Positionen verloren. Russell auch zwei verloren, Verstappen eine Position verloren. Leclerc war, wer war denn auf dem ersten Platz? Achso, Russell war auf dem ersten Platz, klar. Der hat ja hier mit Windschatten sich qualifiziert, ganz geschickt. Und wer war auf dem zweiten? Das wird dann wohl Leclerc gewesen sein. Ja, gut, also die Ferraris waren dann gar nicht unsere Hauptkonkurrenten, warum auch immer. Sondern es waren eher die Mercedes und natürlich Max Verstappen, der jetzt scheinbar irgendwie zu alter Stärke zurückgefunden hat. Stroll war gar nicht so schlecht, hat sich um Platz verbessert immerhin. Aber trotzdem noch ganz hinten, ne? Die beiden Astons, Latifi und die Williams immer. Okay, Ricciardo jetzt mal auch langsamer als Schumacher, obwohl Schumacher ja noch rausgeschubst hat. So, und dann kommen wir hier in der Fahrerwertung, nämlich ein ordentliches Stück voran. Gasly kann sich nochmal 6 Punkte von Verstappen absetzen. Bottas sogar 13. Hamilton ist jetzt vor Sainz gerutscht. Sogar mit 5 Punkten. War nur ein Punkt vorher hinter ihm. Vettel an Norris vorbei. 3 Punkte jetzt vor ihm. Oh, und Albon hat auch einen Punkt bekommen. Ja, das sieht doch gut aus. So, Vorsprung ausgebaut vor Ferrari um 33 Punkte. Wie gesagt, die hatten heute kein gutes Ergebnis. Red Bull kommt um 2 Punkte dichter an Ferrari dran und Mercedes immerhin mit 13 Punkten. An Red Bull. Ja, schick, 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 schick. Das sieht gut aus. Also wir konnten unseren Vorsprung weiter ausbauen, ne? Sind jetzt nicht im Verteidigungsmodus, wo wir halt nur versuchen, den Vorsprung, den wir haben, möglichst langsam schrumpfen zu lassen, sondern wir können tatsächlich noch weiter ausbauen. Hätte ich nicht gedacht, aber wir haben halt gute Fahrer einfach auch. Ne? Und damit Autos, die halt vorne noch in der Spitze sind, wenn auch nicht mehr ganz vorne, an der Spitze, aber so, herausragendes Ergebnis auch für Gasly, der sich schon wieder einen Entwicklungspunkt verdient hat hier. Also Pierre Gasly ist wirklich gut, ne, und der kostet halt nicht viel. Da würde ich sagen, wenn ich hier nochmal ein Playthrough mache, dann wahrscheinlich mit Aston Martin, dann hole ich den einfach wieder ins Team. Auch wenn ich für den wahrscheinlich wegen Vertragsauslösung und sowas einen Haufen Geld bezahlen muss. So, 2,4 Millionen haben wir gemacht. Wir haben hier halt unseren Glückssträhnen-Qualifying-Rang. Haben wir schon wieder vergurkt, hat uns 1 Million gekostet. Das müssen wir also ein bisschen konservativer irgendwie planen beim nächsten Mal, ne, dass wir vielleicht nur unter die Top 6 kommen. Ja, und hier die Bonusklausel. Viel zu teuer. Also Bottas kostet uns wirklich einen Haufen Geld. Oh, das Designzentrum wurde abgeschlossen. Dann können wir beim nächsten Mal nochmal schauen, ob wir hier noch einen Unterboden, einfach nochmal ohne den großartig oder überhaupt Windtunnel zu testen, ob das irgendwas bringt. Weil Geld haben wir.
Apropos Geld, ich wollte mal gucken bei Bottas, was kostet der uns eigentlich? 18 Millionen. Das ist ein Monatsgehalt von 1,5 Millionen. Und dann kostet der uns halt an Boni nochmal irgendwie, ja, sagen wir mal so im Durchschnitt das Dreifache davon. Das sind dann nochmal 5,5 Millionen. Also 7 Millionen kostet der uns im Monat. Das ist einfach krass. Und wenn ich mir dagegen mal Gasly angucke, ne, der ja fast genauso gute Leistung bringt, teilweise sogar besser, hatten wir ja auch schon diese Saison, der kostet uns knapp über eine halbe Million. Also ich sag mal einfach eine Zweidrittelmillion kostet der uns im Monat. Das ist schon krass. Der kostet uns nicht mal ein Zehntel von dem, was wir für Bottas ausgeben. Boah, mega. Den hole ich auf jeden Fall wieder nächste Saison. Nächstes Playthrough halt, also, ne? Ihr wisst schon. Ja, gut. Dann war's das für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann hoffe ich, dass das in Singapur wieder genauso spannend wird wie heute. Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.